Eidos Interactive. Crystal Dynamics. Oh mein Gott. Damit heißt ich euch herzlich willkommen zu Let's Play Legacy of Kain Part 4 Blood Omen 2. Das schwarze Schaf der Legacy of Kain Reihe. Vom anderen Entwicklerstudio, vom anderen Entwicklerteam eher gesagt. Deswegen sehen die Charaktermodelle hier ein bisschen seltsam aus. Die Legacy of Kain Reihe ist normalerweise voll fokussiert auf Story, hier eher weniger, hier ist alles so ein bisschen mehr auf Action, Brutalität und wie man es halt so kennt. Ja, also das Spiel, ich liebe es auch, aber es ist ein bisschen anders als die anderen Teile. Ihr seht schon, Kain ist da irgendwie in einen Albtraum gefangen und erwachte am Ende der Cutscene. Ja, das Spiel 200 Jahre nach Blood Omen, Blood Omen 1, das ich gerade Let's Played habe, und das findet tatsächlich in einer alternativen Zeitlinie statt. Ja, wir haben es gesehen, Kain hat das negative Ende von Blood Omen wahrgemacht, hat ihm halt sich selbst nicht geopfert und ein Vampirregime erschaffen. Mit diesem Vampirregime will er halt so ein bisschen die Welt erobern. Hat ganz viele Vampirstatthalter er erschaffen, viele Krieger, die eben heute auch Vampire sind und für ihn kämpfen. Man hat auch Vorador da eben im Intro gesehen, fragt man sich natürlich, was? Vorador, der ist so gestorben in Legacy of Kain, ja, in Legacy of Kain 1, Blood Omen 1. Ja, Vorador ist da. Warum das so ist, werde ich jetzt gleich erklären. Auf jeden Fall. Ihr habt es gesehen, Kain hat gegen Lord Sarafan, gegen den Höhlenlord verloren. Ich habe es ja schon angeteasert, das Spiel dreht sich um die Höhlen. Höhlen haben gegen die Vampire gekämpft und ja, Kain hat verloren, hat den Soul Reaver an Lord Sarafan verloren. Und die Vampire mussten eben halt diese krasse Niederlage nehmen. Und danach befand sich Kain in einem 200 Jahre langen Schlaf. Am Ende der Cutscene ist erwacht und da setzt das Spiel an. Ich setze jetzt an einer anderen Stelle an, wir sehen uns gleich wieder. Und zwar setze ich hier an, in meinem Let's Play zu Legacy of Kain, Soul Reaver. Es hat alles seine Gründe, ihr werdet sehen warum. Weil Kain hatte jetzt Raziel dann den Soul Reaver rausgezogen und das hat eben halt für ein Paradox gesorgt. Und diese alternative Zeitlinie erschaffen. Und dann gibt es auch den legendären Höhlenspruch. Ganz wichtig, um Blood Omen 2 zu verstehen. Deswegen hier nochmal die Cutscene.
Und dann ein stärker werdendes Schwindelgefühl und die vertraute Verschiebung. Der paradoxe Moment, als meine doppelte Seele sich innerhalb und außerhalb des Reavers befand. Auf diesen Moment, den Schimmer einer Zeitverzerrung, hatte Kain die ganze Zeit gehofft. Das war die Kante der Münze. Das kurze Aufflackern einer Wahrscheinlichkeit, auf das Kain alles gesetzt hatte. Jetzt bist du frei, dein wahres Schicksal einzufordern, Raziel. Hinter Kains Augen konnte ich neue Erinnerungen blühen und sterben sehen, als die Geschichte versuchte, sich um diese Blockade herum neu zu arrangieren. Und ich sah das dämmernde Entsetzen auf seinem Gesicht, dass wir der Geschichte vielleicht zu viel zugemutet hatten. Dass der Versuch, mein Schicksal zu ändern, möglicherweise ein fatales Paradox eingeführt hatte. Mein Gott! Die Hülden! Wir sind in ihre Falle getappt! Raziel! Janus muss tot bleiben! Doch Kains Warnung ging unter, als ich ins Reich der Geister eintauchte. Zu schwach, meine körperliche Form zu behalten. So, ihr Lieben, das war die Cutscene. Ganz wichtig. Raziel, die Hüden. Wir sind in ihre Falle getappt. Janus muss tot bleiben. Ganz wichtig für die Spiel. Und natürlich auch für die Fans. Es geht einfach darum, dadurch, dass jetzt ein Zeitparadox entstanden ist, nachdem der Solo wieder rausgezogen wurde, hat sich die Geschichte verändert. Vorador lebt, die Höhen sind da und ja, die Ereignisse der Vergangenheit, weil ihr seht ja, in Solo 2 ist Kain schon ein bisschen älter und Blood Omen 2 spielt eben halt auch in der Vergangenheit, aber 200 Jahre nach Blood Omen 1. Ja, die haben sich verändert. Kain hat ganz andere Sachen gesehen. Und diese Ereignisse der Vergangenheit, nämlich das, was Kain gesehen hat, als er den Soul Reaver-Raziel rausgezogen hat, das spielen wir im Blood Omen 2. Und das war das lange Intro, um das Spiel zu verstehen. Den Rest des Spiels kann man eigentlich auch so verstehen, ohne jetzt Lacey of Kain zu kennen. Von daher, genießt die Show. Euer Girl, Cecilia hier und herzlich willkommen zu Lacey of Kain. Vor Blood Omen 2. Ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel. Hier gibt es nur Quatsch. Irgendwelche Trailer. Wir zocken sowieso das ganze Spiel hier, die Credits. Die werden wir sowieso sehen. Und Sorrio 2 ist, wie ihr sehen könntet, schon Let's Played. Somit haben wir hier nicht wirklich viel verloren. Aber doch. Vibration. Ich brauche keinen Vibrator. Also, legen wir mal los. Mit diesem super brutalen, edgy Vampir-Abenteuer. Also es ist wirklich wieder nicht zu schwache Nerven. Heißt ja auch schon Blood Omen. Aber ich würde sogar schon fast behaupten, Blood Omen 2 ist brutaler als der erste Teil. Aber seht, am besten mal selbst. Film ab. Ach so. Ich spiele es übrigens auf dem Emulator in 4K. Schau eine neue Grafikkarte und jetzt sieht das Ganze noch mal besser aus. Mit 4K-Einstellung. Vierhundert Jahre nachdem der Edelmann Kain zu einem Leben als Vampir verdammt wurde und viele Jahre bevor es mit seinem General Raziel über Nosgoth herrschte, stellte sich ihm ein neuer Feind in den Weg. Die Säulen von Nosgoth sind zerstört. Die Vampire zurückgekehrt und Kains Kampf geht weiter. Der neue Feind. Das sind natürlich die Höhlen. Die Säulen von Nosgoth sind zerstört. Ich schließe die Bruchstücke wilder Träume hinter mir. Widerwillig. Schmerzen schwollen an und ebbten ab. Und dann plötzlich war ich wach und am Leben. Und dann habe ich sie gesehen. Zum ersten Mal gesehen. Hallo. Wir hätten nicht gedacht, dass du so früh erwachst. Wir sind wirklich überrascht. Bruchstückhafte Erinnerungen schossen durch meinen Kopf. Wo bin ich? Ich erinnere mich nicht.
Ja, wir hatten befürchtet, dass dein Gedächtnis unter dem langen Schlaf leiden würde. Keine Sorge, das vergeht. Mein Name ist Uma. Ich bin hier, um dir zu helfen. Du bist kein. Einst hattest du in diesem Land große Macht. Ich kenne meinen Namen, aber meine Vergangenheit, ich erinnere mich nur schemenhaft. Dass du erwacht bist, ist schon ein Wunder. Als wir dich fanden, hing dein Leben an einem seidenen Faden. Wir haben dich gepflegt. Und nun kehrst du zurück in die Welt der Lebenden. Und wo bin ich hier? Du bist in Meridian, der Hauptstadt von Nosgoth, dem Land, das du einst unterwerfen und beherrschen wolltest. An deinen Namen erinnerst du dich, aber erinnerst du dich auch daran, was du bist? Natürlich. Dann lass mich dir nun die Zukunft zeigen. Du hast 200 Jahre lang geschlafen. Das ist in dieser Zeit aus Nosgoth geworden. Du warst ein strahlender General, der eine Armee aus Vampiren befehligte. Doch die Mächte, gegen die du gekämpft hast, waren zu stark. Du bist gefallen. Deine Armeen wurden besiegt und vernichtet. Alle dachten, du wärst tot. Wer hat mich besiegt? Die Sarafanen. Ein Orden fanatischer Menschen, die geschworen hatten, alle Vampire zu töten. Ein neuer Führer hatte sie vereint. Mit seinen magischen Kräften gelang es ihm, deine Armee zu vernichten und den Großteil der Vampire zu töten. Du selbst bist diesem Führer, Lord Sarafan, in einem Kampf auf Leben und Tod unterlegen. Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Unter dem Vorwand, das Land vor den Vampiren zu schützen, errichteten die Sarafanen in Nosgoth eine Schreckensherrschaft. Seit 200 Jahren knechten sie die Menschen nun schon mit eiserner Hand. Gleichzeitig haben sie uns Vampire erbarmungslos gejagt und getötet. Zum Glück haben sie nicht alle Vampire gefunden. Bis jetzt. Du bist unsere Hoffnung. Mit deiner Hilfe können wir die Sarafanen stürzen und die Ordnung wiederherstellen. Die natürliche Ordnung? Vampire, die sich vom Blut der Menschen ernähren? Richtig. Du sagtest unsere Hoffnung. Wer seid ihr? Wir sind die Kabal. Wir kämpfen gegen die Sarafanen. Wir unterwandern sie, wann immer wir können. Aber wir sind zu schwach. Mit ihrer neuen Glyphenmagie können sie uns aufspüren und töten. Täglich werden wir weniger. Ohne Hilfe sind wir dem Untergang geweiht. Wir brauchen dich, Kain. Natürlich. Ihr habt mich sicher nicht aus reiner Barmherzigkeit gerettet. Es muss einen Preis geben. Du musst unserer Bewegung helfen. Die Sarafanen kennen unsere Gesichter. Sobald sie uns sehen, töten sie uns. Doch du bist nur eine alte Legende. Längst begraben und vergessen. Du kannst dich in der Stadt frei bewegen. Das verschafft uns einen Vorteil. Ein hübscher Plan. Und warum sollte ich das tun? Was ist mein Lohn? Eure ewige Dankbarkeit? Hast du dich so sehr verändert? Lord Sarafan hat dich besiegt. Willst du ihn nicht töten? Wenn du ihn vernichtest, steht deinem erneuten Aufstieg nichts im Weg. Du kannst deine neue Armee ausheben und endlich über das Land herrschen. Treibt dich das Verlangen nach Rache und Macht nicht mehr an? Bist du so tot? Wenn ich mich recht erinnere, war ich schon einmal der Bauer in einem großen Spiel. Und ich habe dafür bezahlt. Dieses Mal wirst du überleben. Wir sind deine Verbündeten, keine Verräter. Wir spielen mit offenen Karten. Was wir von dir wollen, ist völlig klar. Wir siegen oder sterben gemeinsam. Ich soll euch also vertrauen? Auch wir müssen dir vertrauen. Gemeinsam können wir Lord Sarafan stürzen. Nach seinem Tod werden die törichten Narren seines Ordens aufgeben. Doch die Sarafanen sind nicht die einzige Gefahr, der wir uns stellen müssen. Ich fürchte keine Gefahren. Sie sind es, die Angst vor mir haben sollten. Sag mir, wo ich diesen Lord Sarafan finde. In spätestens einer Stunde ist er tot. Arroganter Narr. Wenn es so einfach wäre, hätten wir ihn längst selbst getötet, Kain. Du bist noch zu schwach, um dich ihm zu stellen. Außerdem wird er von anderen Vampiren bewacht.
Vampire in Diensten der Sarafanen? Sind die verrückt? Sie hängen am Leben. Solange sie Lord Sarafan dienen, lässt er sie leben. Ich werde sie mit Freuden erlösen. Du würdest eine Auseinandersetzung in deiner jetzigen Verfassung kaum überleben. Doch wenn du einen Gegner besiegst, kannst du sein Blut trinken und neue Fähigkeiten erwerben. Wir nennen diese Fähigkeiten die dunklen Gaben. Ich werde diese Verräter mit Freuden vernichten. Meine Sinne schwanden, mein Körper schmerzte. Ein Gefühl der Schwäche überkam mich. Du bist hungrig, Vampir. Komm, Vampir. Es wird Zeit für ein Mahl. Ja. Kapitel 1, die Slums. Willkommen in Meridian. Es wird Zeit für ein Mahl. Ja. Das hat er so cool gesagt. Sind dazu in der Lage. Auf diese Weise können wir uns über große Entfernungen unterhalten. Ja, jetzt erinnere ich mich. Sie war in meinen Gedanken. Ich dachte schon, ich hätte sie selbst gerufen. Keine Sorge. Ich kann deine Gedanken nicht lesen. Ich kann nur mit dir sprechen. Und ich höre. Folge jetzt dieser Straße. Ich warte auf dich. Aha, schon verliebt oder was? Oh Gott, ihr Lieben, so viel zu erzählen. Ja, Meridian, ich habe schon angeteasert im Blatt oben. Die größte Stadt von Nosgoth ist Meridian. Im Blatt oben 1 kommen wir hier leider noch nicht hin. Da war ja Willendorf so riesig. Aber ich habe schon gesagt, hey, Meridian ist auch viel größer. So ungefähr so groß wie die Kaiserstadt aus Oblivion. Das will schon was heißen. Also wirklich verdammt große Stadt. Ihr habt's gemerkt, ne? Kane ist nicht mehr der Alte. Er ist schwach geworden, hat alles verlernt. Alles, was wir im Blatt oben 1 gelernt haben, die Telekinese und die ganzen Skills. Er hat alles verlernt. Er ist geschwächt, hat kaum noch Energie, wie ihr sehen könnt. Und ja, kann nicht mehr zaubern, nichts. Er ist einfach nur schwach geworden, unser Kane. Aber er ist so sadistisch wie eh und je und so mutig und töricht wie eh und je, der junge Kane. Denn es hieß ja, wo ist Lord Sarafan? Ich will ihn umgehend töten. Na, Vin Diesel Actionheld-Stimme. Das ist das erste Mal, dass er die hatte. Die hat er in Defiance auch noch. Hier mag ich die Stimme, weil die einfach zu diesem jungen, arroganten Kane passt. Aber zum weisen, älteren Kane passt sie eher nicht, finde ich. Und wir haben von den Kabal gehört. Die Überreste der Vampire haben sich zu einem Orden zusammengeschlossen, um sich den Seraphanen zu stellen. Und naja, bei den Kabal befindet sich auch Vorador, ne? Den man ja auch sehr, sehr gut kennt, definitiv. Zuerst mal wieder in die Steuerung reinkommen. Hier war Rasereiangriff, hilft uns im Kampf und das die Nebelgestalt. Die haben wir komischerweise noch. Bei Nebelgestalt haben wir im Blatt oben 1 im Termagant Forest gefunden. Gehen Sie über einen Kontrollpunkt, um Ihre Fortschritte zu speichern. Das war nur so ein Checkpoint, weil eigentlich speichern wir das Spiel hier. Tja. Idee ist, how it is. Ich zock das Ganze auf den Emulator. Habe ich ja schon gesagt, schön in 4K, damit wir Blatt oben 2 in der besten Qualität, die es nur gibt, genießen können. Und ja, man kann die Menschen auch wieder eiskalt umbringen. Wir können schlagen. Oh. Ist er schon tot? Ich darf den noch nicht aussaugen. Ist das gemein. Wir können sogar in dem Spiel grabben. Aus dem Weg. Das Spiel ist so brutal. Und das Blut spritzt stärker denn je. Naja.
Müssen wir uns dran gewöhnen. Hier sind so komische Plakate. Faux de avant. Faux ist der Fehler von avant. Also irgendwie ganz komisches Französisch. Bière Deluxe. Das Deluxe-Bier. Was soll das? Das ist einfach voll das seltsame Französisch. Und in dem Spiel ist es so, man muss alle töten. Weil man levelt dadurch. Im verwahrlosesten Viertel der Stadt. Nur wenige Menschen wagen sich hierher. Kurz, der perfekte Ort, um dich auszubilden. Ich ausbilden? Ich bin noch kein Straßenköter. Du hast dein Gedächtnis verloren und 200 Jahre lang geschlafen. Du musst deine alten Kräfte wiederfinden, damit du uns helfen kannst. Du musst lernen, wie man kämpft und überlebt. Hattest du mir nicht einmal versprochen? Geduld, Vampir. Erstens, du bist stärker und schneller als jeder Sterbliche. Zweitens, du kannst höher und weiter springen als ein Mensch. Wenn du einmal nicht weiterkommst, solltest du daran denken. So, spring jetzt zu mir. Und da rennt sie schon wieder weg. Die Dialoge zwischen Uma und Kane sind sowas von witzig. Oh, nee, ey. Ich feier das. Nee, das Spiel hat schon seinen eigenen Charme. Ich finde, es ist das schlechteste Legacy of Kane, weil es nicht so tiefgründig ist wie die anderen Teile. Aber wir werden sehr viel Spaß auch mit diesem Spiel haben. Ausgezeichnet. Du weißt, dass du auch durch die Luft gleiten kannst. Wenn du an einem Vorsprung stehst, kannst du lautlos und vorsichtig nach unten gleiten. Denk daran, wenn ich dir zeige, wie man tötet. Und jetzt, folge mir. Sie wird sich wundern, wie gut ich bereits töten kann. Oh Gott, ja, hast du ja schon unter Beweis gestellt. Oh nee. Wie, wir können gleiten? Ist ja wie bei Spyro, ey. Drücke die X-Taste, um zu gleiten, Spyro. Da hat Jäger das ja so bekloppt formuliert. Der zieht immer so die Vokale so lang. Drück die X-Taste, um zu gleiten. Uma macht das zum Glück nicht. Wobei ich das ja feier, wenn die Synchro so trashig ist. Die Synchro in dem Spiel ist wieder fantastisch. Wie man es von Legacy of Kane kennt. Oh, eine Ratte. Hallo. Sind halt die Slums, ne? Sehr heruntergekommen. Kommen wir noch ins Adelsviertel, ins Industrieviertel. Also wie gesagt, Meridian ist super groß. Wir können blocken, ne? Das ist jetzt der Block. Und angreifen. Tun wir, indem wir die Gegend anvisieren. Wir haben auch keine Waffen, nur die Krallen. Wir haben nicht mal mehr das Eisenschwert, Flammenschwert, die Äxte. Alles weg. Wir haben einfach nichts mehr. Feels weird, man. Guck mal, die alte Frau. Nichts ahnt. Und während... Tu mir nicht weh. Nein, ich doch nicht. Kann die richtig erwürgen, ey. Das Spiel ist so brutal. Aber sie hat's überlebt. Die alte Frau war bis jetzt am stärksten. Ja, diese einzelnen Bewohner sind natürlich keine Gefahr. Die Gefahr geht natürlich von den Seraphanen aus. Und natürlich von den Höhlen. Zu Höhen kommen wir ja später im Spiel. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Mit der Quadrattaste zielen sie den Hebel. Singt das Lagerfeuerlied, das LAGER. Erstmal ein bisschen schmoren. Ein bisschen Shisha rauchen. Ja, willst du ein bisschen Shisha rauchen? Also Blatt oben 2 ist halt witzig, weil du so viel Quatsch machen kannst. Du kannst so viel Quatsch machen im Spiel. Da. Ja, Rauchen ist tödlich. Ich hab das wieder zu viel Rauch eingeatmet. Oh Gott, das wird so lustig, das Let's Play. Aber die Bosse sind auch ziemlich schwer. Vielleicht wird es auch Rages geben. Ich hoffe mal nicht. Weil die Bosse sind so ein bisschen wie ein Soul Reaver. Legacy of Kane 2. Weil die immer sehr rätsellastig sind. Und das Spiel ist sehr auf Combat aus. Also wenn du das Kampfsystem nicht verstehst, wird es hier untergehen. Ich hoffe, ich krieg das hin. Und das ist so warm. Ich mache für Part 2 einen Ventilator an. Ich hoffe, das wird dann nicht zu laut.
Sie können markierte Objekte mit der Quadrattaste aktivieren. Ja, ihr fühlt euch doch sicher, ne? Ich sag ja, Fieber Oblivion. Im Gefängnis. Da ging es den Gefangenen dann später auch an den Kragen. Von daher sollten die besser aufpassen. Je, was das Grün ist. Die Stadt ist ein Labyrinth. Umso besser kann man in den Gassen jagen. Na, Kain, hast du Hunger? Ja. Ich habe dort unten einen Gefangenen für dich. Irgendein gewöhnlicher Räuber. Er war auf der Suche nach einem wehrlosen Opfer. Tja, leider hat er mich getroffen. Erspar mir deine langweiligen Geschichten und bring mich zu ihm. Dann trink. Ich warte unten auf dich. Oh Gott, der Räuber wollte einfach das Girl überfallen, aber es war sein Verhängnis. Denn Uma ist natürlich auch eine gute Kämpferin als Vampirin. Der sieht aber, ja doch, der sieht schon, er sieht sehr interessant aus, sagen wir es mal so. Ach so, ich glaube, ich muss ihn noch erst töten oder so. Oder auch nicht. Ach so, Dreieck gedrückt halten. Da steht's jetzt sogar. Das ist vor allem das als im Blatt oben eins. Das bin ich. Das bin ich. Blut ist dein Leben. Ohne Blut stirbst du. Bist du verletzt, schließe deine Wunden mit Blut. Außerdem wirst du stärker und widerstandsfähiger, wenn du das Blut deiner Opfer trinkst. Das ist die Lehre der Vampire. Je mehr Kreaturen du aussaugst, desto mächtiger und stärker wirst du. Lass keinen deiner Feinde am Leben, Kain. Du brauchst ihr Blut und ihre Macht, um zu überleben. So, machen wir weiter. Das ist auch so ein bisschen seltsam an dem Spiel. Ich meine, es ergibt in einer gewissen Hinsicht Sinn. Man muss wirklich jeden Gegner töten, weil du Erfahrungspunkte brauchst. Nur so kriegst du mehr Energie und wirst stärker. Das heißt, man muss wirklich jeden Einzelnen aussaugen. Das ist halt ein bisschen seltsam. Na, du Angeketteter? Jetzt wird die Steuerung erklärt. Ich habe euch sowieso schon alles beigebracht. Schon Level up. Auf jeden Fall geht das doch so schnell. Dann Kane so... Oh! Wie er schreit, ey. Jetzt würde er irgendwelche übermächtigen Kräfte bekommen. Dabei ist es nur ein billiges Level-Up. Das einfach nur ein bisschen mehr Energie bringt. So, und ich muss jetzt wirklich eiskalt jeden umbringen. Wir brauchen Energie. Wir brauchen Level. Oh, das ist so brutal. Er tritt einfach, ihr wisst schon mal hin. Oh Gott, der Kane. Und wir werden sehr oft in diesem Let's Play diese Bluteinsauge-Animationen sehen. Das ist auch so, weiß nicht, ist so richtig charakteristisch für Blatt oben 2. Obwohl wir den Menschen in vielerlei Hinsicht überlegen sind, haben wir eine entscheidende Schwäche. Während die Menschen das Wasser zum Leben brauchen, ist es für Vampire tödlich. Wasser verbrennt unsere Haut. Wenn wir unter Wasser tauchen, sterben wir. Meide es also um jeden Preis. Du musst wissen, dass überall in Meridian Relikte unserer Vorfahren verstreut sind. Für die Menschen sind sie nutzlos, doch Vampire können die Macht dieser Artefakte nutzen. Finde diese Artefakte auf deiner Reise. Ja, das ist auch nur so ein Kritikpunkt am Spiel. Es gibt halt keine richtigen Secrets. Es gibt nur diese komischen Erfahrungskisten, die in ganz Nosgoth verstreut sind. Und Wasser heißt Instant Death. Water is Lava Challenge. Jetzt. Und kriegen wir ein Level Up? Kriegen wir ein Level Up? Ah! Oh Gott, wie er schreit. Ah! Diese unfassbaren Kräfte. Ich kann sie nicht handeln. Bloß nicht runterfallen. Wenn du wüsstest. Hättest du mal einen Eimer Wasser bereit gehalten, ne? Für einen guten alten Kane. Aber das war ja schon ein Blatt oben eins so. Da war es zwar nicht Instant Death, aber es hat super schnell super viel Schaden gemacht. Ach, guck. Gut umschauen in Blatt oben 2 ist schon nicht schlecht. Hat sich auf jeden Fall gelohnt.
So, dann gucken wir mal weiter. Ach, das sieht so cool aus in 4K, auch wenn die Texturen immer noch so ein bisschen nachladen. Aber das ist halt die PlayStation 2 Version. Ich glaube, das ist halt die leistungsschwächste. Aber komm schon, ich zocke Legacy of Kain immer auf PlayStation. Ich denke, damit kommen wir klar. Es wird einfach eine lustige Reise, die es wieder mit Kain zu streiten gilt. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ihr wisst ja, ich bin so ziemlich das größte Legacy of Kain Fangirl. Ach ja, die Kante der Münze. Davon wird der junge Kain nur nichts brabbeln. Der ist definitiv nicht weise. Und philosophisch. Das ist einfach nur so ein Haut-drauf-Typ. Und da passt eben halt diese Vin Diesel-Action-Held-Stimme, wie ich finde. Ich habe dir vorhin von unseren sterblichen Feinden, den Seraphanen, erzählt. Sie haben geschworen, die Vampire zu vernichten und schützen sich mit besonderen Verteidigungsanlagen vor uns. Das hier ist ein Schutztor. Wozu soll das gut sein? Wenn du es berührst, verbrennst du dir die Finger. Die Seraphanen haben in ganz Meridian Tore errichtet. Hier kommen wir nicht weiter. Folge mir in die Kanalisation. Na toll. Verbrennst du dir die Finger? Berühren! Ich muss das einfach machen. Später gibt es auch Mechanismen, um das abzustellen. Ist jetzt aber noch nicht möglich. Wir müssen die Kanalisation. Jeder hat eigentlich Kanalisationslevel. But here we go. Deine Kampfkraft bestimmt, wie lange du in den Straßen der Stadt überlebst. Ich werde dir nun zeigen, wie man tötet. Gut. Deine wichtigste Waffe ist deine Beweglichkeit. Du kannst deinem Gegner dank deiner übermenschlichen Kräfte mühelos ausweichen. Natürlich kannst du die Angriffe deines Gegners auch abwehren. Ich werde dich jetzt angreifen. Keine Sorge, ich weiß, mit meinen Klauen umzugehen. Wehre meine Schläger. Danach kommen wir zur nächsten Lektion. Jetzt gibt's hier das ultimative Tutorial. Ich habe euch das ja schon alles gezeigt. Anvisieren, abwehren. Und jetzt fehlt sich da oben diese Leiste. Diese Leiste vollkommen in den Berserkerangriff machen. Den ich euch auch schon einmal kurz angeteasert habe. Wir Vampire haben eine natürliche Waffe. Unsere Klauen. Mit ihnen kannst du deine Feinde töten. Greif mich jetzt an, um ein wenig zu üben. Und das Blocken ist verdammt wichtig in dem Spiel. Welches Girl lässt sich freiwillig zusammenschlagen? Na, Uma. Und da spritzt sogar Blut, ey. Kain, der verschont die aber auch überhaupt nicht. Ich will die jetzt mal grabben. Ich will dich grabben. Oh, wie fies. Ich glaube, die weicht extra aus. Ja. Weiter spielen, ich will, dass wir schon die Grabs kennenlernen. Wenn dein Gegner müde wird, nutze deine Chance und pack ihn. Anschließend kannst du ihn durch die Luft schleudern. Ach, Uma. Wenn du wüsstest, ich habe den Leuten schon alles erklärt. So, zack. Erwürgen, erwürgen und dann wegschmeißen. Das mache ich immer. So ziemlich die beste Kombo. Oh, jetzt blockt sie. Müssen wir wieder grabben. Ach, die Arme. Ausgezeichnet. Der Unterricht ist vorbei. Vorläufig. Gehe jetzt weiter durch die Kanalisation. Ich warte auf dich. Wir haben ihr geführt, den Rücken gebrochen. Sie hat Atemprobleme, weil wir sie erstickt haben. Aber ja, das ist halt die Oma. Und das war Part 1 von Legacy of Kain. Part 4. Blatt um 2. Ja, Part ist schon wieder viel zu lang, weil das Intro der Spiel zu lang war. Und das war jetzt nur das Vorspiel, das Tutorial. Beim nächsten Mal werden wir das erste Mal gegen Leute kämpfen, die uns wirklich umbringen wollen, die eine Gefahr darstellen, nämlich die Seraphanen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Würde mich sehr freuen. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Cecile. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast,
kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!